Hallo, ihr Neugierigen. Heute wollen wir nicht fragen, was ihr über etwas denkt. Heute sind wir verstummt und schockiert. Denn das Leben ist unberechenbar und kann einen plötzlich unerwartet und jung überraschen. Im Alter von nur 47 Jahren ist Lisa Martinek aus dem Leben geschieden und hinterließ Mann und drei kleine Kinder. Auch wenn es jetzt niemandem Trost spendet, sie war eine tolle Künstlerin, an die wir nun erinnern wollen. Bleibt dran, um das Leben und Schaffen von Lisa Martinek zu ehren. Lisa Martinek hielt sich im Urlaub in Italien mit ihrer Familie auf und als die ganze Familie mit einem Boot hinausgefahren ist, um zu schwimmen und zu tauchen, fühlte sie sich plötzlich unwohl, tauchte auf und wurde bewusstlos. Ihr Mann fuhr sie schnell ans Land und sie wurde mit einem Helikopter ins Krankenhaus gebracht. Obwohl die Schauspielerin Wiederbelebungsversuche unterzogen wurde, starb sie im Krankenhaus. Lisa Martinek wurde 1972 in Stuttgart geboren. Sie absolvierte zunächst eine klassische Tanzausbildung, wechselte aber ins Schauspielfach, das sie dann an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg abschloss. Und die ersten Engagements erhielt sie am Thalia Theater. Später spielte sie auch in Leipzig, Frankfurt am Main und schließlich am Deutschen Theater in Berlin. Warum sie sich fürs Schauspiel entschied, verriet sie einmal in einem Interview für die FAZ. Ein Auftritt von Rudolf Kowalski im Stuttgarter Staatstheater Ende der 80er Jahre sei für sie das Schlüsselerlebnis gewesen. In dem Moment habe sie verstanden, dass es das ist, was sie machen will und muss. Und ihre schauspielerische Karriere ist sehr umfangreich. Martinek spielte am Theater und sie wirkte bei Fernsehproduktionen mit. Einmal verriet sie, dass sie sich am Anfang der Arbeit erst einmal überlege, warum es diese Figur, die sie spielen soll, in der Geschichte gebe. Sie wolle nichts demonstrieren, sondern authentisch wirken. Und das könne sie, wenn sie beim Spielen vergesse, dass vor ihr andere Schauspieler stehen würden. Erst kürzlich postete Martinek auf Instagram ein Foto zum 10. Hochzeitstag mit ihrem Mann, dem italienischen Schauspieler Giulio Ricciarelli, mit dem sie seit 2002 liiert und seit 2009 verheiratet war. Diese Ehe war allerdings nicht ihre erste. Martinek war schon einmal verheiratet. Mit 20 heiratete sie den Filmkollegen Christian Martinek, dessen Nachnamen sie als einen Künstlernamen nach der Trennung behielt. Und außerdem wurde Lisa Martinek relativ spät Mutter, und zwar mit 36 Jahren. Der Grund dafür war, sagte sie, dass sie ihren Beruf zunächst erst einmal richtig ausleben wollte. In einem Interview mit der Gala sagte sie aber, dass sie darüber sehr glücklich sei, dass sie und ihr Mann noch rechtzeitig die Kurve gekriegt hätten, denn sie hätte immer Mutter sein wollen. Und wenn sie das nicht geschafft hätte, hätte sie bestimmt gelitten. Und die Schauspielerin schaffte es beispielhaft, die Familie und den Beruf unter einen Hut zu bringen. Privat engagierte sich Martinek für den Verein Motherhood, eine Elterninitiative, die sich für die sichere Geburt einsetzt. Dort sorgte sie für Aufklärung junger werdender Mütter, damit diese selbst entscheiden können, wo und wie sie ihr Kind zur Welt bringen wollen. Sie selbst hatte Hausgeburten und dafür bräuchten Frauen vor allem 1:1 Betreuung der Hebammen und gute Geburtsstationen. Ihren ersten schauspielerischen Erfolg konnte Lisa Martinek recht schnell verbuchen. Als sie noch am Schauspielhaus in Leipzig fest angestellt war, spielte sie 1997 Fahrradkurierin in der Komödie Härtetest, wofür sie als beste Hauptdarstellerin für den Deutschen Filmpreis nominiert wurde. Die Fahrradkurierin Lena ist eine Umweltaktivistin mit Softiephobie und ausgerechnet sie trifft Jonas, ein Weichei, der sich sofort in sie verliebt. Eine weitere Nominierung als beste weibliche Hauptdarstellerin bekam die Schauspielerin 2002 für die Rolle in der Sat.1-Produktion Jagd auf den Flammenmann, wo sie die Kriminalkommissarin Beckert spielt, die einen mysteriösen Fall zu lösen bekommt. Aber bei den Ermittlungen stößt sie auf viele Widersprüche und ein fieser interner Ermittler, gespielt von Christoph Waltz, macht ihr die Sache nicht leichter. Und auch als Kommissarin Clara Herz wirkte Martinek in den Jahren 2006 bis 2012 an einer anderen Krimireihe Das Duo mit. Und ihre erste Serie trägt den Namen Blaumacher. Hier wird mit schwarzem Humor das Leben eines Paares erzählt, das sich nichts mehr zu sagen hat und von der Midlife-Crisis durchgerüttelt wird. Und Lisa Martinek verkörpert die untreue Ehefrau, die seit einiger Zeit eine Affäre mit ihrem Fitnesstrainer hat. Was die Schauspielerin am Drehbuch faszinierte, war vor allem die Sprache, die keine Schriftsprache war, sondern eine mündliche, so wie man eben spricht. Martinek sagte mal in einem Interview, dass ich das komisch lese, aber es sei leicht, es zu lernen. Wir können noch viele tolle Filme von Lisa Martinek anführen, aber eine Fernsehserie muss noch erwähnt werden, und zwar die, in der die Schauspielerin in der letzten Zeit gespielt hat und weiter hätte spielen sollen, denn ab Juli sollten neue Folgen gedreht werden. Und das ist die ARD-Serie Die Heiland. Lisa Martinek verkörpert hier die blinde Strafverteidigerin Romy Heiland. Die Geschichte basiert auf dem Leben von Pamela Papst, der ersten blinden Strafverteidigerin Deutschlands. Aber obwohl sich viel an Pamelas Alltag und Leben orientiert, ist die Serie reine Fiktion.
Nur, dass die Schauspielerin zum Beispiel in ihre Kanzlei gegangen ist und ihre Arbeit beobachtet hat, etwa wie sie am Computer schreibt, Telefonate abnimmt und mit ihrer Assistentin spricht. Und sonst begegnete sie der realen Strafverteidigerin auch im Gericht. Mit dieser Produktion brachte uns Lisa Martinek die Welt der Blinden ein Stück näher. Aber dennoch ist das Ziel der Serie Entertainment, obgleich mit Botschaft. Und ihr? Welche Filme von Lisa Martinek habt ihr gern? Und was haltet ihr von ihrer Schauspielkunst? Schreibt eure Eindrücke in die Kommentare und abonniert unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.